Ja, Tobi, 1-0 Auswärtserfolg heute hier in Spielberg. Wie stolz bist du auf deine Jungs und auf deine Mannschaft? Ja, absolut, 100%. Wir haben es eigentlich fast über die komplette Spielzeit das Spiel dominiert. Wir haben das gemacht, was der Trainer vorgegeben hat heute und hat einen guten Plan, glaube ich, ausgerufen. Und wir haben das eigentlich fast die komplette Spielzeit gut umgesetzt. Und von daher bin ich ja mega stolz auf die Mannschaft und wir haben das gut gemacht. Hätten wahrscheinlich auch schon viel, viel früher das Tor machen können. Hätten schon vielleicht in der Halbzeit mit 1-0 führen können. Haben wir nicht gemacht, aber wir haben trotzdem immer weitergemacht. Wir wussten, wir kriegen noch Chancen und haben dann die entscheidende dann gemacht. Und wir haben fast nichts zugelassen, muss man heute wieder sagen. Und von daher bin ich mega zufrieden. Wie schwer ist dann für dich zum Beispiel auch den Laden dann hinten dicht zu halten? Weil die Zeit wird immer knapper und dass man hinten halt aufmacht. Und wie hoch ist da das Risiko, dass man da einfach auch zu früh aufmacht? Ja, das ist dann halt immer so ein schmaler Grat. Je weniger Zeit es wird, desto mehr müssen wir dann natürlich investieren, weil wir hier ganz klar gewinnen wollen, ist ja klar. Und nichtsdestotrotz müssen wir dann halt eine gute Restverteidigung stehen haben, dass wir die Konter dann direkt im Ansatz unterbinden können. Das ist uns heute eigentlich fast nahezu komplett gelungen. Von daher war das eine gute Performance. Jetzt haben wir erstmal 2 Wochen Pause. Meinst du, das ist jetzt eher positiv oder negativ, den anderen zuschauen zu müssen? Was ist deine Einschätzung dazu? Ja, also ich glaube, mal so eine Woche Pause zu haben, ist jetzt nicht ganz verkehrt. Da kann man im Training wieder ein bisschen an Details arbeiten oder auch mal ein paar WWchen ausklingen lassen. Nichtsdestotrotz würden wir natürlich schon auch gerne im Rhythmus bleiben. Aber im Grunde genommen spielt das keine Rolle. Wir sind Tabellenführer, wollen es bleiben und da ist egal, wann wir spielen. Das heißt, alles in 2 Wochen am Samstag gegen Bissingen. Ja, da werden wir uns wieder super gut vorbereiten. Ich denke, wir werden wieder einen guten Plan mitbekommen. Und wenn wir mit der Aggressivität wie in den letzten 2 Spielen auftreten und mit der Entschlossenheit auch, dann bin ich mir sicher, werden wir da die nächsten 3 Punkte holen. Super, Tobi, vielen Dank. Sauber. Ja, Abi, letzte Woche, ich sag's mal so, noch dem System zum Opfer gefallen, weil der Trainer mit 2 Spitzen spielen wollte. Heute bist du dabei und der Matchwinner. So schnell kann's gehen. Ja, ich bin froh, dass ich mit einem Tor zum Sieg verholfen habe. Wichtig ist egal, wer die Tore schießt, habe ich immer gesagt, wichtig, dass wir gewonnen haben. Und wir wussten alle, dass es ein schwieriges Spiel war und so ist es auch gekommen. Ja, du sagst, der Gegner ist ein ganz anderes Spiel wie auch gegen Villingen. Der Gegner stand viel, viel defensiver. Wieso haben wir uns eigentlich auch über lange Zeit, auch in der ersten Halbzeit schwer getan, wirklich viele Chancen und gute Chancen herauszuarbeiten? Ja, es hat immer der letzte Pass gefehlt oder dann die letzte Entscheidung wurde dann falsch getroffen. Aber wir wussten ganz genau, wenn wir geduldig bleiben, werden wir noch unsere Chancen kriegen und noch unser Tor schießen. Und so ist es auch gekommen. Jetzt geht es weiter in 2 Wochen gegen den FSV Bissingen. Allgemein, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, noch in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, jetzt kommen 3 richtige Brocken der Oberliga. Was ist da für uns drin? Ich meine, jedes Spiel ist für uns ein Brocken. Heute war auch nicht einfach. Und ich meine, 1-0 ist ja jetzt auch kein Feuerwerk, was wir jetzt hier abgebrannt haben. Ich sage, wir müssen jedes Spiel 100% angehen, ist egal gegen wen. Wenn wir unsere Leistung bringen, ist egal gegen wen wir spielen, dann werden wir auch unser Spiel positiv gestalten. Super, vielen Dank. Und ich sage einfach nochmal so in die Kamera, in 2 Wochen alle mit der U-Bahn nach Degerloch zum Heimspiel gegen Bissingen. Alles klar, komm mit der U-Bahn, ich bin auch dabei. Super, danke. So, liebe Gäste, hier im Windraum und auch draußen im Clubhaus, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen die Stuttgarter Kickers. Endstand bekanntlich 0-1. Ich habe hier 2-mal Tobias, zu meiner Rechten Tobias Witsch, Cheftrainer der Stuttgarter Kickers und unser Trainer, Klaus Winter vom SV Spielberg. Herr Fletsch, Sie werden mir wohl zustimmen, das war ein schwer erkämpfter Sieg heute hier beim SV Spielberg. Haben Sie sich das erwartet? Hallo zusammen. Ich glaube, in einem Spiel, das 1-0 für uns ausgeht, ist grundsätzlich knapp. Wir haben das auch erwartet, dass es sehr schwierig wird. Ich denke, wir haben in den ersten 10 Minuten etwas Glück gehabt. Das Spiel war sehr viel investiert, über die rechte Seite dann einen Pfostentreffer gehabt. Danach haben wir es etwas besser in den Griff bekommen, haben dann sicherlich einen Chancenfluss gehabt und müssen dann halt in der ersten Halbzeit dann irgendwo das Tor machen. Dann hätte es sicherlich einfacher werden können. Da waren viele Möglichkeiten dann dafür da.
Haben wir dann nicht geschafft in der zweiten Halbzeit. In der Anfangsphase war es dann wirklich etwas Krampf. Also wir hatten dann viele Fehlpässe drin und wollten aber auf jeden Fall nichts zulassen. Wir wollten versuchen, den Ball immer wieder über die Außen einzuspielen. Wir hatten dann 3-4 gute Möglichkeiten. Letztendlich war dann fast die einzig gut herausgespielte Torchance in der zweiten Halbzeit, die Uhr dann zum Treffer geführt hat. Das freut mich, weil ich denke, diese Spiele, die sind einfach richtig schwierig und die muss man erstmal gewinnen. Und von daher haben wir das sehr diszipliniert gemacht. Dankeschön. Können Sie sagen, dass Ihre Mannschaft in der Oberliga jetzt angekommen ist? Von der Spielweise her? Wir sind vom ersten Spieltag waren wir in der Oberliga. Also wir haben jetzt, wir haben grundsätzlich jede Woche die Aufgabe, das ist glaube ich in jeder Liga schwierig, wenn man Stuttgart Kickers sich oder dann vorne steht, tiefstehende Gegner zu bearbeiten und zu bespielen. Wir haben in Bad Ravensburg so ähnlich und sind dann eben durch einen Handelfmeter und durch einen, in der 90. Minute durch einen Eckball in Rückstand geraten. Hier hätte es heute auch kurz vor Schluss, Kaplani war es dann, glaube meine ich, den Vorschusstreffer dann so enden können. Die Spiele sind knapp, das zeigt da nicht nur unsere Ergebnisse, zeigen alle anderen Ergebnisse auch. Und von daher, Oberliga, Regionalliga, wie auch immer, man muss die Situation annehmen. Wir spielen ja in der Oberliga und von daher denke ich, dass wir das momentan ganz ordentlich machen. Vielen Dank, Tobias. Wieder mal hat sich die Mannschaft, wie zuletzt auch, für ihre aufopferungsvolle Spielweise, für ihren Kampfgeist nicht belohnt. Ja, hallo zusammen von meiner Seite. Zunächst mal Glückwunsch an die Kickers zum 1-0-Erfolg hier. Ich muss sagen, ich muss der Truppe ein riesiges Kompliment machen. Ich glaube schon, dass wir heute da draußen gezeigt haben, dass wir eine Einheit sind, dass wir das gemeinsam schaffen wollen. Die Jungs haben von der ersten Minute an alles investiert. Wenn man dann sieht, welche Möglichkeiten da draußen gegeneinander spielen und welche Möglichkeiten die Kickers in der Oberliga spielen und wir, dann muss man am Schluss sagen, haben wir hier heute eine riesige Leistung gezeigt. Das kann man nicht verneinen. Das war nah am Anschlag für unsere Möglichkeiten. Am Schluss hat es dann halt nicht gereicht. Das ist vielleicht auch in der einen Situation dann einfach der Unterschied. Ganz klar, wir haben die Situation nicht sauber wegverteidigt. Letztendlich waren dann die zwei Pfostentreffer ein bisschen ein Spiegelbild der letzten Wochen. Ich muss sagen, wir haben seit 3-4 Wochen sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Habe dann immer wieder Nackenschläge bekommen. Es ist schon auch so, dass man dann auch im Fußball natürlich als Mannschaft, als Spieler, als Trainer, dass man da auf die Fresse bekommt, das ist klar. Aber ich glaube, das, was wir heute da draußen gezeigt haben als Gemeinschaft, davor Hut ab. Glückwunsch für die Kickers und ich wünsche euch, dass ihr euer Saisonziel erreicht, weil meine persönliche Meinung ist, dass die Stuttgarter Kickers in der Oberliga nichts zu suchen haben. Dankeschön. Sie hören das bestimmt besonders gern, wenn der gegnerische Trainer sagt, Sie haben in der Oberliga nichts zu suchen. Ja, es bringt mir zwar nichts, aber ich bin noch nicht. Tobias Litsch, was glauben Sie, sind die härtesten Gegner, wenn es um den Aufstieg geht heute? Also generell von den Mannschaften, wer da oben mitspielt. Aber momentan sind es sehr viele Mannschaften. Also sieht man an den Ergebnissen wieder, interessiert uns eigentlich gar nicht so, wir müssen nach uns schauen. Für uns sind alle Gegner vor allem sehr hart und das hat man heute wieder gesehen. Okay, also ich drücke den blauen Kickers alles Gute. Schließlich habe ich eine besondere Beziehung zu diesem Verein. Ich habe auch schon mal das Trikot der Blauen getragen, ist allerdings sehr lange her, vor 50 Jahren im Degerloch. Und deswegen wünsche ich den Kickers natürlich alles Gute, alles Beste, dass sie dort wieder hingehen, wo sie hingehören, eigentlich mindestens in die zweite Liga. Ich habe natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zu dem Verein hier, zum SV Spielberg logischerweise, dessen Trikot ich natürlich noch nicht getragen habe. Aber ich denke, Tobias, und das soll Selbstvertrauen der Mannschaft geben, es ist richtig, dass die letzten Spiele wirklich gut waren und es sind noch 19 Spiele zu absolvieren und da kann auch sehr viel passieren, sehr viel Positives. Man kann auch, irgendwann muss das Spielglück zurückkehren für uns. Definitiv, das ist so. Vielen Dank, das war die Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich wünsche ein schönes Wochenende und Halbzeit an die Kickers und alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.